related, also das hatte nichts mit mir zu tun, aber sind halt gerade ein paar Leute ausgetickt und haben sich irgendwie gegenseitig angeschissen. Und dann ging halt irgendwie ein bisschen, ja, ging ein bisschen die Post ab. Ich bin halt einfach weggegangen, habe dann erstmal gedacht, ey, dann stecke ich erstmal das Handy jetzt weg, bevor ich noch irgendwie zur Zielscheibe werde. Ja, sagt mal allen Bescheid, F5. Und teilt gerne den Stream. Weiter geht's, würde ich sagen. Wir sind jetzt an der Rindermarkthalle. Wir sind jetzt fast, also wir sind jetzt richtig mitten im Geschehen. Ich muss kurz den Stick wieder rausholen. Einen Moment. Also, es ging gerade echt ein bisschen die Post ab da in der Sternschanze. Und dann bin ich ein bisschen gegangen erstmal, ohne Kamera, weil sonst wären die Leute noch ausgeklickt. So, ich muss ganz kurz meine Sachen zusammenpacken und weiter geht's. Oh. Okay, ich habe gerade auf Twitter geguckt, diesen Ausschnitt von meinem Livestream, den Kuchen-TV gepostet habe. Ich wollte mir selber nochmal angucken. Ich wollte mir selber noch mal angucken, was da abging. Ey, der Typ ist mir einfach hinterhergerannt. Was geht mit den Leuten ab, ey? Na gut, weiter geht's. So, jetzt geht's halt wirklich mitten rein. Wir sind am St. Pauli-Stadion sind wir jetzt. Kurz davor. Hier ist gerade, hinter uns ist die Sternschanze und vor uns ist jetzt die Rindermarkthalle. Und dann gucken wir nochmal, was hier abgeht. Was passiert ist, ja, es ist nichts Schlimmes passiert, aber da war gerade ein bisschen Randale und da wollte ich nicht mit der Kamera rumlaufen, weil es hätten die Leute das aus der Hand geschlagen. Die waren übel aggressiv. Die waren übel aggressiv drauf. So. Weiter geht's. Ja, sonst müssen wir nochmal zurück. Aber vielleicht kommen wir da durch. Aber diese Pflastersteinstellen, die sind richtig ätzend. Und Wasserwerfer. Okay, hier sind einfach zwei Wasser. Oh, Entschuldigung. Hier sind einfach zwei Wasserwerfer und so Militärfahrzeuge. Gar nicht übertrieben. Wir fahren jetzt da hinten zu den tanzenden Türmen.
Also das heißt, das ist so ein Gebäude mit, also die Chirp, die, das sind so die, das sind so schiefe Türme in der Reeperbahn, da fahren wir jetzt Richtung tanzende Türme hin. Mal gucken, was abgeht. So. Ganz gut eigentlich, so ein Handy-Livestream. Bin echt überrascht. Okay, hier ist das Millantor-Stadion, rechts von uns, dort. Jetzt fahren wir Richtung Reeperbahn. Mega nice gerade. Übelst kaputt. Oh! Oh, hier wurde schon ein Auto gesprayt und geschlagen. Jetzt gucken wir uns doch mal an. Was geht denn da ab? Ich glaube, hier sind schon Demonstranten vorbeigekommen. Ich weiß nicht, nee, das sieht noch zu ganz aus. Okay, auf jeden Fall sind hier Sachen. Nee, es ist nicht von den Demos. Nee, ich glaube, es ist. Oder? Vielleicht wurde ein paar Mal reingetreten. Aber ich glaube es. Ich glaube, hier ist noch alles safe. Gehen wir mal weiter. Wir fahren immer weiter. So. Ja, ich guck jetzt mal, was mit der Demo abgeht. Wir fahren jetzt gleich mal Richtung Hafen City, weil da soll die Demo hinführen. Und da ist jetzt auch da ist die Elbphilharmonie, wo diese ganzen Regierungschefs irgendwie jetzt da so ein Konzert sich heute Abend angucken. Ja, gucken wir mal, ne? Gucken wir mal, Leute. Oh nein, seid ihr wieder abgesperrt? Nur ein paar Mal reingetreten. Gleich ein bisschen teuer. Bist du dumm? Ich habe 2 Sekunden vorher Satz geschrieben, hä? Nein, bleib weg da. Doch, da wollte ich unbedingt noch mal hin. Ich will wissen, ob da alles okay ist. Ich habe da nämlich einen Freund, der da wohnt. So. Donald Trump ungefähr. Akku ist noch so 35-30% ungefähr. Also es reicht noch, ich würde sagen, vielleicht eine Stunde reicht ein Akku noch. Ein Stündchen. Wir machen es so, nach dem IRL-Stream werde ich irgendwie mich nach Hause begeben, wenn mein Handy leer ist. Und dann werde ich vielleicht heute Abend noch was. Wobei ich glaube, ich werde heute Abend keinen Gaming-Stream mehr machen. Ich glaube, der IRL-Stream reicht für heute. So jetzt ist hier richtig die Post ab. Hier ist die Demo auch. Okay, wir haben die Demo. Jetzt müssen wir auf jeden Fall richtig vorsichtig sein. Okay, hier ist, oh Gott. Ja, hier geht richtig Party ab, ne? Da hinten sind irgendwie gefühlt. Aber wir können davon ausgehen, dass höchstwahrscheinlich die Straße dort vorne in der nächsten halben Stunde von der Polizei geräumt wird. Okay. Also da vorne sind, was ich würde sagen, 10 Wasserwerfer ungefähr. Plus noch so gepanzerte Fahrzeuge. Hier fährt jetzt ein ganzer Zug Polizeihundertschaften lang. Und hier vor uns ist eine riesen Menschenmenge. Ist das hier die Demo? Das ist nicht mehr die Demo. Die Demo wurde schon aufgelöst? Die wurde schon ausgelöst. Die war vor den Landungsbrücken und auch hier im Park unterwegs. Wurde dann von der Polizei massiv angegriffen und bedrängt. Und hat es von der Polizei dann auch aufgelöst und gesplittet. Okay. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Ich guck mich mal um. Schönen Tag, sei vorsichtig, ne?
Du auch. Danke, ciao, ciao. Okay. Kann ich dir Gefallen tun? Ja. Was denn? Ein Foto. Ja, komm. Können wir gerne machen. Wir dachten uns nicht, dass wir das machen. Kann ich gar nicht. Machen wir Gruppenfoto? Ja, genau. Ja, ich bin auch hier. Okay. Ich bin super. Oh, voll lieb. Oh, danke schön. Kein Thema. Danke. Ja, pass auf euch auf, ne? Ja. Ist ein Livestream. Oh, cool. Okay. Du auch, ja, genau. Schönen Tag euch. Okay, hier sind die schwarz, also die schwarzen Maskierten. Okay, jetzt geht hier die Post ab, weil hier ist der schwarze Block. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich werde jetzt mal den Selfie-Stick ein bisschen einfahren, weil hier geht wirklich die Post ab. Also ich mache mal kurz ein bisschen den Selfie-Stick kleiner. Okay, hier sind die schwarz vermummten und da hinten brennt es auch schon. Ach du Scheiße, Leute. Also hier geht die Post ab. Also hier ist echt jetzt gefährlich. Ein bisschen gefährlich kann man schon sagen, ne? Oder? Was wollen Sie sagen? Hier könnte es ein bisschen gefährlich werden, oder? Glaub nicht, hier nicht. Nee? Aber im Moment jedenfalls nicht. Und die gehen jetzt zur Elbphilharmonie? Wissen Sie das? Also ja. Da ist der Funkturm. Und dahin? Da ist die Messe. Ja, aber da geht es außen rum, oder? Ja, man kann. Ja, ist ja eben die Frage. Wo gehen Sie, wo fahren Sie lang? Na ja, gucken wir mal. Ja, schönen Tag noch. Okay. Leute, jetzt wird's ein bisschen spannend. Hier ist wirklich alles voll Leute. Ich zeige euch mal hinter mir die ganzen Menschen. Seht ihr das? Und ja, hier werden gerade schon Blumenkübel. Hier werden gerade Blumenkübel verschoben. Oh, sorry. Okay, hier darf man nichts filmen. Wir sind mega sensibel. Aber da hinten werden Blumenkübel, um die Straße zu versperren, hingeschoben. Ich muss ein bisschen entfernt filmen. Die Leute sind hier mega pisst, wenn man halt irgendwas filmt. Da hinten sind so, die Leute schieben hier einfach von irgendwelchen Restaurants und von irgendwelchen Chefs schieben die Leute hier Blumenkübel auf die Straße. Okay, hier werfen Leute Straßenschilder um. Die werfen hier Straßenschilder um und machen hier Randale. Hey. Hi. Bitte ein Foto? Ja. Lass ein Gruppenfoto machen, okay? Ja, okay. Wer hat die beste Selfie-Kamera? Ja. Ja, dann kommt alle raus. Wollt ihr im Livestream sein? Ja. Ja. Okay. Was macht ihr hier? Sieht aus wie zum Film. Molotow-Cocktail werfen? Nein. Ja, lass mal. Ja, mach mal. Okay. So, passt auf euch auf, ne? Ja. Passt auf euch auf. Okay, hier gehen jetzt die Pyros los. Okay, und hier sind auch Hunde. Ist ein bisschen scheiß für die Hunde. Okay, also hier gehen hinten die Pyros los. Hier geht's jetzt ab. Hier sind schon Rettungskräfte. Und hier stinkt es jetzt ganz schön nach Rauch. Da sind Sitzbarrikaden. Also da hinten sitzen die Leute auf der Straße. Ich gehe da lieber nicht näher ran, weil das könnte die ein bisschen, könnte die vielleicht stören. So, hier sind so Sitzbarrikaden. Und keine Ahnung, hier gehen jetzt Sachen. Ist kein Vlog, ist ein Livestream. Jo. Okay, also hier hinten geht halt mega Party ab. Und da vorne sind Wasserwerfer von der Polizei. Hinter mir. Da sind die Wasserwerfer. Und hier hinten sind die Demonstranten. Und ja, ich gehe mal. Okay, hier explodieren Sachen. Guck mal da hinten, Digga, mit Wasserwerfern an ihn direkt. Okay, hier geht richtig die. Okay. Hier ist die Hundertschaft. Die Hundertschaft stürmt jetzt auf die Leute zu. Okay, die haben Knüppel in der Hand. Da ist die Hundertschaft. Die wollen jetzt. Oh, da hinten ist Wasserwerfer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.
Scheiße! Ach du Scheiße! What the fuck? Oh mein Gott! Alter Schwede, was ist auf einmal hier los? Alter! Alter Schwede! Die Wasser, alter Schwede! Oh, wer macht dein Handy aus? Okay, 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 nice. Ich geh weg. Okay, okay. Geh jetzt richtig ab. Okay, wir wurden gerade schon wieder ins Handy getouched, das hasse ich ja richtig. Alter. Okay, die Hundertschaft rennt jetzt auf die Leute zu, die knüppeln sie jetzt hier gegenseitig nieder. Jo. Nee, nee, Mati, ich pass mal auf, nur weit weg und nur die Leute, die auch eh verbunden sind. Ja? Ja, ich pass auf. Pass auf dich auf. Okay, pass du auf dich auf. Okay. Also ich glaube, ich sollte hier jetzt lieber weg. Ich glaube, ich sollte jetzt hier lieber weg. Es kommen immer mehr Hundertschaften hier hin. Da hinten rennen wieder die nächsten Hundertschaften hier hin. Und ich mache mir jetzt langsam selber ein bisschen Sorgen. Ich mache es auf dem Weg. Hier kommen gepanzerte Polizeiwegen. Hier kommen jetzt gepanzerte Fahrzeuge. Hundertschaften rennen mit Knüppel dahin, Wasserwerfer. Ich mache mich jetzt erstmal auf dem Weg ein Stückchen weiter weg, weil das ist echt ein bisschen, gefährlich. Ach du Scheiße, was geht da hinten ab? Oh, die rennen genau hier hin. Ach du Scheiße. Okay, ich renne mal woanders hin. Oh mein Gott, da rennt eine Riesentruppe Demonstranten. Die ganze Straße war zu. Okay, ich renne mal jetzt hier hin. Ach du Scheiße. Ey, das hätte ich nicht gedacht, dass es so heftig ist. Ach, du heilige Scheiße. Was geht hier ab? Oh mein Gott. Alter. Nee. Ey, da brennt jetzt die Straße. Ich werde mich mal versuchen, an einem sicheren Punkt zu positionieren, damit ihr einen Einblick bekommt, was hier in Hamburg los ist. Das ist nicht mehr normal. Alter, die ganzen Leute da, diese schwarzen Leute, die die Straße blockiert haben und so, die ganzen Leute sind alle losgelaufen und versuchen jetzt die Straße zu durchbrechen bei der Polizei. Die Polizei rennt auf die zu. Alle rennen hier aufeinander zu. Wasserwerfer werden eingesetzt. Alter, ich bin gerade ein bisschen schockiert. Ach du Scheiße. Okay, also das Problem ist auch, wenn ich hier Leute versehentlich irgendwie filme, die fühlen sich richtig angegriffen, weil die halt hier in der Demonstration sind und halt auch vielleicht irgendeinen Scheiß bauen und dann möchte ich ja nicht gesehen werden, deswegen werde ich jetzt lieber mal hier weggehen. Ach. Okay, da hinten sind die Leute jetzt auf den Weg gemacht. Die ganze Straße hinten war eben zu mit Leuten. Ich gehe jetzt woanders hin, das ist mir zu gefährlich. Hoppala. Das ist ein bisschen zu gefährlich hier. Ach du Scheiße. Ich habe gleich ein bisschen Schiss bekommen, also nicht nur ein bisschen. Hier gehen auf einmal Bomben hoch, Pyro wird gezündet, Alter. Okay. Schaut euch an, wie viele Polizeiwagen hier stehen. Und aus den ganzen Polizeiwagen, das ist immer ein Bus. Diese ganzen Busse zusammen ist dann halt ein Zug. Und da sitzen halt dann die Hundertschaften drin, die halt gegen die aggressiven Demonstranten vorgehen. Und die sind halt eben gerade alle auf die Demonstranten losgelaufen. Die Demonstranten sind da losgelaufen. Das ist mega verrückt hier.
Mega verrückt. Der ganze Himmel ist voller Helikopter. Oder was? Jo, machst du ein Foto? Claro. Supi, schönen Tag noch. Ciao, ciao. Okay, ich mache mich auf den Weg. Also hier ist ein bisschen zu krass. Ich fahre jetzt ein Board weg. Ach du Scheiße. Okay, da hinten ist auch eine Demo. Da hinten ist, oh Gott, da hinten ist, geht's weiter. Da sind auch gerade Wasserwerfer aktiv. Okay. Was ist in Hamburg los, Leute im Chat gefragt? Alter. Rush B. Rush. Ach du Scheiße, da hinten geht die Demo, auch eine Demonstration weiter. Hier ist alles nass, der ganze Boden hier ist nass. Ich muss auch was, dass ich ausrutsche, weil hier haben die Wasserwerfer schon geschossen. Oh, hier ist echt alles richtig nass. Ich hoffe, ich komme jetzt irgendwo hier durch. Ich gehe mal lieber weg, weil dort stehen halt schon die Wasserwerfer. Ich muss mal gucken, wie ich halt filme, ne? Damit jemanden. Da hinten sind die ganzen Wasserwerfer, seht ihr die? Die haben sich schon auf die Straße geschossen. Ich gehe jetzt hier rum. Ich versuche jetzt auszuweichen. Ich muss hier auf jeden Fall weg, weil jetzt wird's richtig gefährlich. Oh, sorry. Okay. Ich versuche jetzt irgendwie in den Hafen reinzukommen, auch wenn es vielleicht schwer ist. Das ist unfassbar. Die Straßen sind alle abgesperrt. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt in den Hafen reinkomme. Ich weiß nicht, wie ich jetzt nach Hause komme, zurück. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mal, wo ich bin. Alter Schwede, stell euch mal vor, ich werde im Livestream von so einem Wasserwerfer weggeschossen. Ja moin! Okay, wo bin ich denn gerade? Ich kann mich gerade gar nicht orientieren. Ich muss gerade ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich glaube, da muss ich lang. Okay. Relativ ruhigen Stadtbereich gerade. Okay, hier ist endlich mal zum ersten Mal längeren ein bisschen Ruhe. Ich versuche jetzt irgendwie zum Hafen zu kommen, weil ich glaube, es ist alles abgesperrt.